Ich habe gestern Breaking Bad gesehen und Blacklist gespielt. Das heißt, heute gehe ich auf Crystal Meth Terroristen jagen. Seems legit! Hallo Freunde! Nein, ich habe keinen Totalschaden, also nicht mehr als sonst. Der 21-jährige Daniel Kowalski allerdings, der in der Nähe von Chicago lebt und die Serie Breaking Bad, naja, über alles feiert. Was ja okay ist, sie ist gut. Dennoch sollte man sich eventuell andere Vorbilder als Walter White suchen. Kowalski wurde jetzt festgenommen. Kowalski! Blöden Pinguine. Ah. Weil er zusammen mit 4 Kumpels in seinem Haus eine Crystal Meth Küche, ach was, ein ganzes Labor aufgebaut hat. Nicht nur behauptet er, dass ihn tatsächlich die Serie Breaking Bad dazu inspiriert hätte. Nein, bei der Festnahme legt er gleich noch einen drauf und trägt die ganze Palette Breaking Bad Merchandise. Ich bin so ein großer Fan von Battlefield, ich zieh jetzt in den Krieg, ne? Ach, immer wieder diese Bekloppten, die uns ins richtige Licht rücken. Dude Meister, ey, im Ernst. Das bringt dir nicht das Fahren bei. Das macht dich nicht zum Piloten. Das macht uns alle nicht zu Mördern. Also bitte, dieser Typ hier macht dich auch nicht zu einem Drogenbaron. Okay? Okay. Was sagt ihr dazu? Nachahmungstäter? Amerikanischer Traum vom Tellerwäscher zum Drogenbaron? Irgendwie so ähnlich war der ja. Oder sagt ihr... Oh, High Five in dein Gesicht. Hm. Jetzt eine Story, wo ich so ein bisschen schmunzeln musste. So ein bisschen schmunzeln. Ein bisschen schmunzeln. Das war sau creepy. Einige von euch haben mich auf Twitter, Facebook und Co. angeschrieben wegen einer Werbekampagne der The Learn for Life Foundation of Australia. Western Australia. Unter deren guten Namen wurde jetzt nämlich eine Werbekampagne gegen das Schulschwänzen laut, die im Internet so für wahnsinnig Kontroverse gesorgt hat. Ich reiche die mal kurz für euch ab. Das ganze Kampagnenvideo startet mit einer Gruppe Jugendlicher, die sich einen wunderschönen Tag am Strand machen möchte. Nachdem man die Decken ausgebreitet hat und total entspannt voller Spielspaß und Freude ein bisschen herumtollen will. Booyah! Holy moly, was geht? Überall Minen, Blut, zerfetzte Leichen, Tod, überall bis zum geht nicht mehr. Und dann am Ende dieser Fade-out, mit dem keiner gerechnet hätte. This is what happens when you slack off. Stay in school. Frei übersetzt so viel wie, das passiert, wenn du schwänzt. Ist mir nie passiert. Schwänzen ist schlecht, nebenbei. Bisschen heftig, bisschen sehr überzogen und ja, ihr alle habt recht. Das Ganze ist allerdings nur eine Fake-Kampagne von ein paar Studenten aus Australien. Dennoch, im Gespräch ist so ein Thema damit erstmal. Außerdem ist das Problem mit dem Fernbleiben von der Schule in Australien, gerade im westlichen Australien, wohl ein extremes Problem, habe ich mir sagen lassen. Steigende Jugendkriminalität, keiner kann mehr studieren gehen, also ein Gedöns. Und da sag ich doch, immer lieber voll in die Schnauze, als immer nur zu kuschen und vielleicht zieht ihr so eine Kampagne, wobei gut, ganz ehrlich, die ist jetzt ein bisschen heftig. Aber wäre sie echt, Achtung Konjunktiv, wäre sie echt, würdet ihr sie gut finden oder viel zu übertrieben? Eure Meinung, ab in die Comments. Zum Schluss nochmal 2 Themen, um die ich mich immer so ein bisschen gedrückt habe, weil ich finde die so meh. Aber es kamen wahnsinnig viele Fragen dazu. Was sage ich dazu, dass Christian Wulff freigesprochen wird, obwohl er doch so ein korruptes Schwein ist? Ich sage... Meh. Ganz ehrlich, ja, der Tatvorwurf, der Vorteilsannahme hin und her, da hat er Scheiße gebaut, da hat er abgedankt. Gut. Andererseits, wenn wir es jetzt mal aufs Elementare runterbrechen, der Mann hat sich für, was waren es, 760 Euro zum Essen oder irgendwas aufs Oktoberfest einladen lassen? Und er wird gelyncht und geprügelt in allen Medien und hängt ihn am nächsten Baum auf, die Fotze! Entschuldigung, hängt zu viel mit Rick rum. Und nicht vergessen, es geht dabei immer noch um genau 760 Euro. Andere Leute wie Alice Schwarzer, die ist jetzt schon wieder raus mit Hunderttausenden Euro in der Schweiz, oder Uli Hoeneß mit Millionen auf irgendwelchen Schwarzgeldkonten. Aber nein, da stehen die Bayern-Fans zusammen. Nein, nicht unser Uli, der hat so viel Gutes getan. Hat er ja auch, hat er viel gespendet und so. Aber das ist 2-Klassen-Systematik vor dem Herrn. Die einen, na, lass sie doch ihre Millionen und Abermillionen zur Seite schieben, ist mir doch egal. Aber hier, der Wulff da, der mal kurz irgendwas in der Politik gemacht hat, der hat 700 Euro Essen und Bier, hängt ihn auf, erschießt ihn. Deswegen meine Meinung dazu irgendwie mehr so,
Meh. Ich finde, das kann man auch so als Statement, finde ich, durchgehen lassen. Ja, Herr XY, ganz wichtig, was sagen Sie denn zu dem Thema? Eure Meinung dazu? Muss so jemand aufgrund seiner politischen Stellung schärfer verurteilt werden? Oder sagt ihr, das war eine reine Medienhatz? Verratet's mir mal. Bin mal gespannt. Vielleicht sehe ich das ja auch zu locker. Auch eine interessante Frage, die jetzt echt schon ein paar Mal kam. Flo, was sagst du zu dem neuen Sarrazin-Buch? Ich sag dazu, ich werd's nicht lesen. Jetzt ist schon wieder raus. Sarrazin kommt mit wahnsinnigen, absolut nicht ein bisschen belegten Thesen wie: Männer sind doch viel schlauer als Frauen. Schwule dürfen nicht heiraten, weil das Wort Ehe bezieht sich nur auf Mann und Frau. Die Jugend ist so dumm, weil die Medien so viel Einfluss haben. Let's go back to the Prügelstrafe, Bitches. Die Ausländer nehmen uns ja doch nur die Jobs weg und die Schweiz hat's genau richtig gemacht. Ganz ehrlich, so ein Buch schreibe ich euch in einer Woche. Und wisst ihr, wie ich es mache? Genauso wie der Sarrazin auch. So, ich schau jetzt mal in die Bild-Zeitung. Ach nee, halt, ist ein alter Mann, das heißt ja immer. Und wenn ich in der Bild-Zeitung gecheckt habe, was auf den ersten 6 Leuten genau die Menschen mit einem IQ, der gerade so um die 70 peilt, interessiert, dann frage ich noch ein paar Rechtswähler, dann greife ich mir noch die letzten chauvinistischen Hardliner und dann schreibe ich ein Buch darüber. Sind wir mal ehrlich, ein Sarrazin-Buch ist nichts weiter als besser in kompliziertere Sätze verpackte Bild-Leitartikel. Justin Bieber pisst beim Alkoholtest Polizisten an. Sarrazin könnte schreiben: Die Jugend von heute ist disziplinarlos und durch das Medienverhalten einiger Vorbilder nicht in der Lage, Urin und Harndrang zu kontrollieren, weshalb es dazu kommt, dass man, und jetzt habe ich einen Faden verloren, das ist improvisieren, ganz schön schwierig. Egal! Schreibt mir eure Lieblings-Fake-Sarrazin-These in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung, dass ich sowas irgendwie aus dem Finger saugen kann, aber ich habe Bock, was zu lesen, von daher freue ich mich drauf. Und bis dahin. Ja, an dieser Stelle hätte man noch was sagen können. Hast du gedacht, ne? Krass dumm. Yo, Freunde, das war's für diesen Donnerstag. Eine absolut hardcore, durchimprovisierte Folge, weil ich gerade wahnsinnig viel um die Ohren habe mit dem Dr. Freud-Kanal. Da stehen noch ein paar Sachen aus. Und mit dem Kurzfilm, den wir gedreht haben, der hoffentlich bald jetzt in seine finale Phase geht. Da könnt ihr euch tierisch drauf freuen. Wenn euch das Video heute trotzdem gefallen hat, dann Däumchen nach hoch. Lasst mich wissen, dass es euch gefallen hat. Das hilft nicht nur mich und mein Show. Nein, ich behalte auch in meine Gruppe, was du gefallen und wen nicht. Was? Bis dahin, The Floyd Army, Commando, to the Hookers. Es war mir wie immer eine Ehre, ein Video für Sie gemacht zu haben. Und wir sehen uns am Montag wieder. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Genießt mir das Wochenende. Haut rein.